Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute habe ich ein längeres Video für euch. Und zwar haben wir Auffahrt und ich werde heute am Donnerstag eine Trainingsdressur in Bern starten. Das bin ich vor anderthalb Monaten schon mal gestartet. Und das läuft dort so, dass der Umgang kommentiert wird vom Richter und es wird gleichzeitig gefilmt. Das heisst, man kann auch genau seine Kommentare hören, wenn das man das Video anschaut. Und das ist eben heute. Und morgen am Freitag reite ich dann ein Equipe-Springen in Arberg mit meinem Bruder. Und am Samstag reite ich nachher ein Trainingscross in Salavo. Und das ist mit Zeitmessung. Ja, ich weiß nicht, wie viele Sprünge oder so. Das erzähle ich wahrscheinlich im Verlauf des Videos. Und dort geht es einfach darum, dass man halt mal kann eine ganze Cross-Strecke reiten mit Zeitmessung. Und dann am Schluss rechnen sie auf so eine Liste einfach aus, welches Tempo das man eben hat, dass man einschätzen kann, ob man zum Beispiel genug schnell war für ein B1 oder ja, und ich nehme das halt mit für einmal mal, es wird etwa höhere B1 sein, halt ein ganzes B1 zu reiten und zu schauen, ja, ob wir vom Tempo eben herkommen oder ob wir viel zu langsam sind und natürlich auch, ob alles springt. Das ist dann noch die andere Frage. Und von dem her wird es ein volles Wochenende und dadurch ein längeres Video, aber ich möchte gerne alles an ein Video schneiden und nicht in drei Videos verteilen. Jetzt habe ich am Morgen schon meine Ledersachen geputzt. Ich habe die weißen Sachen bereits angelegt. Jetzt gehe ich dann zum Morgen essen, dann flechte ich den Lemmy einflechten und dann fahren wir dann schon baulos auf Bern. Ich werde euch mitnehmen. Und ich wünsche viel Spaß mit dem Video. Gut, Fußspitzen sind immer noch sichtbar, macht nichts. Vielleicht etwas wenig an die Hand herangetrieben, deswegen kam auch das Stolpern. Jetzt noch fast ein zögerndes Anreiten, aber er ist gekommen. Tiefe Hand lassen, die Biegung zeigen in der Ecke, nicht dass er davon eilt. Biegung behalten, auch durch die Wendung durch. Nicht zu hohe äußere Hand, dass sich das Pferd an der äußeren Hand gegen das Genick stößt. So. Ja, das ist gut. Nicht eiliger.
Schön die Wendung abwarten, nicht schon vor der Wendung zeigen, dass die Diagonale kommt. Und Übergang ins Zurück. Biegung rechts, Anlehnung außen behalten. Gut. Vielleicht noch etwas mehr gerade einspringen lassen, nicht dass er die Ecken so abrundet. Auch wieder der äußere Zügel, der ihm da ein bisschen fehlt in dieser Mittelvolte. Dann wird die kleine Volte dann auch ein bisschen überdreht auf dem inneren Zügel. Und dann das Problem, dass es geradeaus schwankend wird, wie gesehen. Dann der Übergang hier wieder gegen die Hand. Sollte noch durchlässiger sein. Zügel hängen durch vor der Diagonalen, Pferd läuft nicht in die Hand hinein. Übergang zeigen. Durch das Genick und den Rücken angaloppieren lassen. Ja, der Übergang ist auch sehr schwach gezeigt. Das Pferd läuft jetzt vorne weg, ist nicht mehr bei der Reiterin, läuft gegen die Hand. Jetzt noch schief bei der Diagonalen, läuft dann seitwärts raus zu F. Reiterin hat wieder etwas Mühe zu sitzen, deswegen wird es auch ein bisschen gegen die Hand geschoben. Da wird es für das Pferd auch wieder angenehmer beim Leichtreiten. Dann lässt er sich auch im Hals gut fallen, das wäre korrekt. Wieder verdreht, über die Schulter rausgelaufen, gegen die Hand und dann über dem Zügel einen Schritt. Jetzt im Schritt wird es für ihn wieder bequemer, dann lässt er sich auch im Hals wieder etwas rund machen. Unbedingt weiter arbeiten am Sitz. Wenn dieser Sitz verbessert würde, würde das Pferd im Trab aussitzen, auch viel besser durch den Zügel laufen. Der Schritt ist so jetzt korrekt. Wenn die Nase noch etwas mehr nach vorne ziehen würde, würde sogar noch etwas mehr Übertritt auch vom Hinterbein da sein. Schritt auch gut, Zügel gut, das Pferd ist durchs Genick, alles korrekt. Aber jetzt kommt wieder das Trab, wo er sich wieder ein bisschen mit dem Kopf verwirft, sich nicht ganz wohl fühlt. Auf der Mittellinie ist es schön gerade, driftet jetzt etwas nach links weg, aber steht gut hin. So, ich bin jetzt wieder daheim und ich habe noch ein bisschen schnell was sagen. Was ich zu mir mitdenke, so, also seine Kommentare habt ihr jetzt gehört. Und nach dem Umgang bespricht er halt auch nochmal so Sachen. Und dort hat er gesagt, dass es auch schon viel besser war als das letzte Mal, wo wir waren. Und dass ich jetzt vor allem noch an meinem Sitz muss arbeiten muss, weil der wird dann am Lemmy seine Anlehnung sicher auch schon gerade viel besser, weil ich ihm nicht mehr so im Rücken störe, wo er halt ein sehr empfindliches Ross ist dadurch. Und eigentlich habe ich es wirklich eine gute Runde gefunden. Also so gut sind wir schon, also noch nicht so manchmal Dressur geritten. Und ja, wir werden weiter an uns arbeiten und hoffen, dass wir immer besser werden im Dressur. Und jetzt soll ich die Fotos noch bearbeiten, dann muss ich noch etwas für die Schule machen. Und morgen geht es dann ins Eckenbespringen in den Berg. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Freitag-Style von diesem Video. Ja, heute Morgen sind wir einkaufen, wir sind so spannend, haben wir nichts gefilmt. Und jetzt gerade bin ich in Salavo gewesen. Fange ich den Parkour von morgen anschauen. Da wir morgen frühestens eine Stunde vor dem Start dürfen anreisen, habe ich einfach das Gefühl gehabt, dass es mir nicht reicht, zum Parkour zu schauen. Also ja, die Strecke ist 1,9 km lang und hat ja, 19 Sprünge, aber ein paar Kombinationen und viele Sachen sind recht hoch für mich und das ist allgemein technisch viel anspruchsvoller als alles, was ich je hatte. Und deshalb habe ich mir gesagt, ich gehe heute schon schauen, leider sind die Nummern noch nicht gestanden. Dadurch bin ich mir bei ein paar Sachen nicht sicher, ob das wirklich das ist, was es sein soll, weil der Parkourplan
ja, ist so von Hand gezeichnet, das sind nicht alle Sprünge gezeichnet. Was ist noch dort stehen? Unter das weiss man nicht so genau, welcher Sprung das es dann erst so sein soll. Aber ja, ich bin jetzt gleich mal schauen. Ich bin zweimal da durchgelaufen. Einer ist halt zum Schauen, ja, welcher Sprung das kommt. Und dann einer ist noch einfach da durchlaufen, um es zu festigen. Und ja, von meinem Gefühl her jetzt schon so ein paar Sprünge, wo ich nicht sicher bin, ob ich da drüber komme. Ein paar sind hoch und einmal ist auch ein recht hoher Sprung mit Grabenvortrag. Und sie haben bei allen Gräben noch so das Holz, das vorne dran ist, weiss angemalt. Also ziemlich schaugig. Ich hoffe, der Löwe macht das. Aber sonst darf man darüber auch neben der Reiten und einfach weiterreiten. Also ja, irgendwie kommen wir schon bis zum Ende. Und dann geht es bis Sprung 11 und dann kommt eine ewig lange Galoppstrecke. Dort hier muss ich auch schauen, wie es geht, weil zwischen ist es nur so eine Trampelfahrt, wo ich dann gleich nicht voll galoppieren kann. Und dann kann ich nochmal ja, nicht so schwierig spielen. Halt nur so einen Baumstempel höher und nochmal ein Stalli, aber dann kommt es gut. Und dann kommt um eine offene Grabe durch ein Eulenloch. Dann kommt die Fuchshölle. Dort könnt ihr auch alternativ reiten, aber wer die Fuchshölle kennt, möchte irgendwie reiten. Und wenn man schon mal die Chance dazu hat. Und auch die ersten zwei Sprünge sollten eigentlich wieder kein Problem sein. Und ja, ich hoffe, wir sind da durchgekommen. Aber es wird schon ein Stück Arbeit. Erstens, was mega lang ist. Halt für mich, wahrscheinlich am Lemmy wird es nichts machen. Aber für mich ist es mega lang. Und dann auch natürlich überall die richtigen Sprünge nehmen. Also ich werde morgen vor dem Start nochmal halt eine Stunde durchlaufen mit der Stunde. Damit ich mir sicher bin, dass ich überall die richtigen Sprünge habe. Und dann, ja. Ich bin einfach drauf und hoffe, dass der Levi springt. Ich bin jetzt dieses Jahr im Training eigentlich alles genommen und es war immer sehr mutig. Und es ist sehr positiv, dass wir das schaffen. Aber ich glaube, wenn wir das schaffen, dann steht es im ersten P1-Start absolut nicht mehr im Berg. Jetzt fahre ich heim, tue mich anders anlegen und dann geht es weiter auf den Berg. Im Moment regnet es noch, ich hoffe aber, dass es natürlich aufhört, bis wir zur Arbeit dran sind, im Equipe springen, mit dem Bridge. Und ja, im Equipe springen habe ich nie so Erwartungen, weil wir starten meist ja, sehr viele Reiter, die so schwächer starten, weil Equipe springen nicht beschränkt ist. Und bei unseren Rossen ist man auch nie so ganz wie sie gehen. Wenn beide auf dem Platz sind und ich hoffe einfach das Beste. Und ihr werdet jetzt sehen, wie es gelaufen ist. Hallo zusammen, ich begrüße euch zum Samstag von diesem Video.
Heute geht es ans Trainingscross im Salavo. Ich habe auch mein weinrotes Outfit montiert. Und gestern bin ich schon in die Bar gegangen. Und ja, ich werde heute nochmal durchlaufen. Und leider haben wir nicht so viel Zeit. Das heisst, ich kann nur eine Stunde laufen mit der Nummer und hoffe, dass ich überall die richtigen Sprünge geschaut habe. Und dann geht es schon los. Und noch zu gestern kurz im Equipe-Springen. Der hat es ja gesehen. Es war wirklich eine tolle Runde. Der Lemmy hat super mitgemacht und auch mein Bruder ist sehr gut geritten. Und mit dieser Runde sind wir dann zweit geworden von 17 Equipen. Und leider hat es keine Preisverteilung gegeben. Scheinbar werden Preise zugeschickt, was mega unnötig ist, wo wir alle noch dort wären. Aber gleich, während Corona ist alles etwas komisch. Und ich freue mich jetzt noch auf heute und hoffe, dass alles gut kommt. Und dann ist das strenge Wochenende auch schon wieder durch. Also, sind wir bereit? Mhm. Dann pflanzt den Kopf. Okay. Stretches out.